ich bin der Raphael Poschkei. Ich bin selbstständiger Schreinermeister in Heidersheim bei Freiburg. Die Dinge haben sich einfach so entwickelt. Ich bin einfach so Schreiner geworden. Ich habe mir eigentlich auch gar nichts. Es war nicht so, wie viele, dass viele Leute, wenn die sagen, ja, das wollte ich auch immer werden oder so. Ich habe es einfach gemacht, weil mir ganz einfach nichts Besseres eingefallen ist. Und das dann auch da weiterzuarbeiten und Meisterschule, das hat sich einfach immer so ergeben. Und eigentlich bin ich erst jetzt am Ende zu meiner wahren Leidenschaft durchgedrungen, nämlich zum Gestalten von Einzelmöbeln. Auf der Meisterschule und auch auf der damals in der Ausbildungszeit gab es immer Leute, die besser waren wie ich. Und das wusste ich auch. Deswegen habe ich eigentlich auch lange gedacht, dass ich gar kein Schreiner bleibe, weil ich einfach immer Mittelmaß war. Und erst als es dann um die Gestaltung ging beim Meisterstück und später dann bei den Aufträgen, habe ich gemerkt, dass in der Gestaltung meine echte Leidenschaft liegt und dass da auch, also dass ich da an der Spitze auf jeden Fall bin. Ja, ich habe mir es ein bisschen zu meiner Marke gemacht, Holz immer nur dezent zu verwenden. Also jetzt die Möbel nicht aus einem Werkstoff zu machen, jetzt einen Tisch nicht einfach aus Eiche zu machen, sondern Details zu setzen aus Holz und das in Kombination mit einem Holzwerkstoff. Also Valchromat heißt das Material, dem ich mich da verschrieben habe. Und ich finde, dass das Holz in der Kombination mit dem Schwarz einfach schöner zur Geltung kommt, wie wenn das ganze Möbel aus einem Material wäre. Und also es ist immer dieselbe Materialkombination, die gefärbte Platte und das Eichenholz. Und dann manchmal, wie bei dem Barhocker zum Beispiel, haben wir noch den gezunderten Stahl drin. Den macht mir der Schlosser vom Nachbarort. Und auch in einer, also ähnlich wie ich, auch in einer ganz kleinen Werkstatt werden die Stücke in der Einzelarbeit hergestellt. Am Design eigentlich vor allem das, dass ich bei normalen Kundenaufträgen baue ich jedes Stück nur einmal. Das heißt, ich baue das einmal und wenn es dann eingebaut ist, weiß ich, was man hätte besser machen können. Aber das sind ja alles Einzelstücke, also bleibt quasi immer am Ende von der Arbeit eine Erkenntnis, was man hätte anders machen können. Und an den Stücken, die ich jetzt baue, habe ich so lange gefeilt, jetzt über Jahre hinweg, dass ich weiß, also jetzt bei dem Hocker zum Beispiel, dass ich da einfach angekommen bin, technisch und von der Gestaltung her ist es einfach, also ich würde sagen, es geht nicht besser oder ich kann es nicht besser. Und das verschafft mir eine Befriedigung, einfach zu sagen, okay, das ist wirklich meisterlich. Das ist einfach, besser geht's nicht. Und dann macht's auch Spaß. Die Ideen entstehen eigentlich immer beim Machen. Also was bei mir gar nicht funktionieren würde, ist, wenn ich mich an Computer setze und da irgendwas entwerf. Es entsteht eigentlich alles immer beim Machen. Also ich baue irgendwas und dann kommt mir da eine Idee. Oder jetzt bei dem Sideboard Ultimo 16 ist diese Grifflösung, das war eigentlich was ganz anderes. Ich bin einfach auf der Suche nach einem Griff für einen Kundenauftrag, habe ich das Detail, das ist einfach so quasi passiert. Und dann war ich da, das war dann auch wieder so, dass ich gedacht habe, ey, das ist es und das muss irgendwo rein, weil das einfach gut ist. Und dann ist es auch, wie soll ich sagen, gibt es auch gewisse Glücksgefühle, wenn das Ding nachher fertig ist und das Teil da drin ist und ich denke, ja, so soll es aussehen. Ja. Größter Erfolg war ganz ohne Zweifel der Gewinn des Red Dot Design Awards 2013. Der hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Meine Familie musste sich zu Hause ständig anhören, wie ich das Gewinnerschreiben zitiere. Also das war für den hatte ich mich damals einfach mal so, nicht ganz aus Jux, aber einfach mal so ins Blaue hinein beworben. Und als ich den bekommen habe, das war wie ein Ritterschlag.